Einen wunderschönen guten Abend heute zu unserer letzten Weitblick-Veranstaltung mit Irmgard Christ, der letzten vor der Sommerpause. Das ist hoffentlich auch unsere letzte, die wir hier ohne Auditorium machen, weil ich hoffe im Herbst, wenn es dann weitergeht, da sind auch wieder Menschen hier im Raum, da haben wir diese Corona-Phase dann auch hinter uns. Was nicht das letzte Mal sein wird, ist, dass wir das online mitbegleiten, weil das sind die guten Dinge, die wir aus dieser Corona-Phase mitnehmen. Wir haben gelernt, dass wir durch unsere Streams noch viel mehr Menschen erreichen können und dass wir natürlich auch durch die Aufzeichnungen dann on demand mit unseren Veranstaltungen jederzeit verfügbar sind. Also das ist was Gutes, das wir mitnehmen werden. Weitblick, was ist das? Das ist unsere gemeinsame Plattform zwischen dem NEOS Lab, der Parteiakademie von NEOS, und Irmgard Griss. Und worum geht es bei Weitblick? Es geht immer um Dialog, es geht um Austausch und es geht darum, die aktuellen Herausforderungen, die eine liberale Demokratie hat, mit gemeinsam in die Zukunft zu bringen und gemeinsame Wege zu erkunden und auszuloten. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Indra Colini, ich bin die Präsidentin der Parteiakademie. Ich habe bei NEOS auch einen zweiten Hut, ich bin auch Landessprecherin der NEOS in Niederösterreich. Aber heute habe ich einen ganz anderen Hut auf, heute bin ich Moderatorin und darf ein sehr interessantes Podium hier durch diesen Abend führen. Das Thema, ein spannendes Thema, es geht um Systemversagen Journalismus, sind Vielfalt und Qualität der Medien seit Corona bedroht? Ja, da ist viel passiert in den letzten Wochen mit uns als Gesellschaft, mit unserer Wirtschaft, aber auch mit der Art und Weise, wie mit Informationen und ich sage auch zum Teil bewusst mit Propaganda die Bevölkerung gesteuert wurde. Wenn wir an den Beginn der Krise denken, da waren die Medien ja Kommunikationskanal und die wurden durchaus auch genutzt, die Grundwerte einzuschränken. Und je länger jetzt der Lockdown gedauert hat, umso mehr hatte man wirklich auch Sehnsucht und den Wunsch nach einer objektiven und vielfältigen Berichterstattung. Welche Verantwortung Medien in einer freien und mündigen Gesellschaft haben und wie es um diese Rolle in Zeiten von Corona gestanden ist und in Zukunft auch aussieht, darüber diskutieren heute mit mir der Herr Christian Rainer. Schönen guten Abend, lieber Christian. Vielen Dank, dass du da bist. Prost, danke. Der Christian Rainer ist Herausgeber und Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Profil. Deine Stationen vorher waren in der Wirtschaftswoche, du warst beim Trend, du bist gelernter Jurist und Volkswirt. Danke, dass du heute Frage und Antwort stehst. Wir haben ganz zu rechter Hand den Fritz Hausjell. Sie sind Kommunikationswissenschaftler und Medienhistoriker. Und einer in Ihrer Schwerpunkte, das ist heute wahrscheinlich auch ganz besonders spannend, das ist das Thema Medien- und Kommunikationspolitik im Nationalsozialismus, das haben Sie untersucht. Sie schauen sich auch an im Neonazismus und Rassismus im medialen Kontext, was hier passiert. Das Thema Exiljournalismus. Sie haben zahlreiche Bücher, zahlreiche Artikel zu diesen Themen geschrieben. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute hier sind. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Und last but not least, unsere Schirmherrin, Irmgard Griss. Irmgard, du bist Juristin, du warst Präsidentin des Obersten Gerichtshofes. Bekannt geworden bist du durch die Leitung der Hyper-Untersuchungskommission und ich glaube, spätestens seit dem Zeitpunkt, als du als Präsidentin kandidiert hast, hier bei der Präsidentschaftswahl 2016, Bundespräsidentschaftswahl, kennt dich, glaube ich, jeder in Österreich. Du warst 2017 dann mit den NEOS im Nationalrat. Du hast dich jetzt aus der Politik aktiv, aus dem operativen Bereich sozusagen zurückgezogen, aber du bist nach wie vor Schirmherrin unserer Begegnungsplattform und ich freue mich jedes Mal sehr, Irmgard, wenn wir dich wieder für eine Diskussion hier haben. Vielen Dank, dass du da bist. Dann würde ich sagen, wir steigen ein mit einer relativ offenen und weiten Frage. Irmgard, ich beginne gerade mit dir. Die Zeiten des Lockdowns. Du bist ja eben nicht mehr aktiv in der Politik. Du hast diese Dinge von außen aus der Steiermark heraus gesehen. Wie hast du die Rolle der Medien denn in dieser Phase, in diesen letzten Wochen mit einem Außenblick jetzt wahrgenommen? Also in der ersten Zeit, also im März, am Anfang des Lockdowns, war das für mich schon sehr gewöhnungsbedürftig, diese Gleichschaltung der Medien, so habe ich das empfunden. Und das waren wirklich Lautsprecher für die Regierungspolitik und für die Ankündigung der Regierung, was natürlich auch verständlich ist. Nicht, es ist eine Situation, in der sich die Menschen bedroht fühlen, auch tatsächlich bedroht sind. Und da ist es auch notwendig,
alles zu tun, um die Menschen zu schützen. Und in dem besonderen Fall mit dem Virus ist es halt notwendig, dass die Menschen auch selber darauf achten, dass sie andere nicht anstecken, dass sie sich nicht anstecken. Und da brauche ich schon auch eine einheitliche Linie. Also insoweit würde ich sagen, in einer Zeit der Gefahr, in einer Zeit der Bedrohung, ist es fast eine patriotische Aufgabe der Medien, auch das zu unterstützen. Das glaube ich schon in dieser ersten Zeit. Das kann und muss man rechtfertigen. Was aber dann schon für mich ein Problem geworden ist nach diesem ersten Schock, da habe ich das Gefühl gehabt, dass die Ankündigungen der Regierung, des Bundeskanzlers schon sehr martialisch sind und die dann von den Medien zum Großteil auch kritiklos übernommen wurden. Also da hätte schon eine gewisse differenzierte Sicht aufkommen müssen. Da hätte man schon gewisse Ankündigungen hinterfragen können. Also da habe ich das schon vermisst. Jetzt haben wir eine Diskussion, weil irgendwo war schon dann das Gefühl, eigentlich darf man gar nichts in Frage stellen, denn ansonsten ist man ein schlechter Österreicher, eine schlechte Österreicherin. Also allein zum Beispiel, dass der Bundeskanzler immer die Österreicherinnen und die Österreicher adressiert hat, das ist schon ein Thema, nicht? Wen spricht er da an? Und das ist am Beginn gar noch nicht thematisiert worden. Und für mich hat das schon gezeigt, auch wie wichtig ein unabhängiger, selbstbewusster Journalismus ist. Wir brauchen das einfach, um auch eine Diskussion, um auch eine Reflexion über das, was geschieht, zustande zu bringen. Danke. Herr Haushel, aus Sicht des Wissenschaftlers, des Kommunikationswissenschaftlers, was ist denn da abgegangen in den letzten Wochen? Was ist denn da passiert in unserem Land? Naja, ich glaube, es gibt niemanden in der Branche, der weit genug zurückblicken könnte, jetzt aus eigener Erfahrung, um irgendetwas Vergleichbares da heranziehen zu können. Und es gibt eigentlich auch nichts Vergleichbares. Die Politik, die gelegentlich so die größte Krise seit 1945 nennt, irrt. Schon das Wort 1945 in den Mund zu nehmen, ist eigentlich nicht erlaubt. Ja, so ist es, weil die Rahmenbedingungen, außer man will sich selber beschädigen und sagen, wir fahren jetzt bewusst die Demokratie ganz runter, weil das war 1945 zunächst die Ausgangssituation. Und dann haben wir in mühsamen, langsamen Schritten uns Demokratie als Gesellschaft mit Hilfe der Alliierten erarbeitet. Das ist nicht vergleichbar. Die Katastrophe, glaube ich, macht viel mehr Sinn in Bezug zu setzen, etwa zu Tschernobyl. Ja, auch dort war sehr viel Irritation, weil das Informationsmanagement der Regierung dort nicht wirklich gut funktioniert hat. Wenn man da genauer drauf schaut und auch im Rückblick, dann weiß man aber auch, wie zentral wichtig eine möglichst optimale Information ist, weil unser Verhalten in der Krise ja auch Langzeitfolgen hat. Und daher glaube ich, dass der erste zentrale Fehler jetzt weniger darin lag, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seiner Verpflichtung nachgekommen ist und eine Zeit lang sozusagen diese Lautsprecherfunktion, ja, dazu ist er gesetzlich verpflichtet, dass man da gemeinhin mal schnell überhört, dass das eine Information der Bundesregierung ist, ja, das ist klar. Ich mache mir dann mehr Sorgen um die Entwicklung des Journalismus im Land, wenn wir in Nicht-Krisenzeiten Journalismus gelegentlich als reduziert auf die Funktion des Mikrofonständers erleben, weil nicht mehr nachgefragt wird. In der Situation hat die Regierung leider so ziemlich alles getan, um den Journalismus in eine Notsituation zu bringen. Weil wir hätten selbstverständlich dort größere Räume bespielen können, dann hätten mehr Journalistinnen und Journalisten dort auch Fragen stellen können. Es gibt keinen Grund, warum man von vornherein internationale Journalistinnen und Journalisten aussperrt. Ob in Tirol oder dann auch auf Bundesebene. Und
ab dem Zeitpunkt, und das war ja ganz schnell klar, wie die Wirtschaft heruntergefahren wurde, dass das denn die Lebensader der allermeisten Medien trifft, gewisse Ausnahmen, aber auch nicht voll ausgenommen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, dass hier etwas zu tun ist, wenn man, was man zwar im Mund geführt hat, das sozusagen zu den wesentlichen systemrelevanten Bereichen zählt. Dann hätte man, um das oft zitierte Wort ein Stück zu strapazieren, aber in einem anderen Sinne, nämlich koste es, was es wolle, den Medien entgegenkommen müssen, sowohl finanziell ein Stück schneller noch, als das gemacht worden ist, und vor allem nicht vielfaltsgefährdend, weil so, wie man es jetzt gemacht hat, das ist, sage ich mal, fachlich grober Unfug. Dieser Vergleich mit 1945, der am Anfang ja sehr früh gekommen ist, wo es ja eigentlich jeden reißt, der ist aber von der Bevölkerung nachher eigentlich, ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist dann breit abgenickt und akzeptiert worden und eigentlich auch von allen Informationsquellen und Politikerinnen und Politikern auch wiederholt worden. Also als ob das, ja, das ist die größte Krise in 1945. Das macht ja auch was. Es stimmt Menschen. Und stimmt nicht. Das Problem ist, es ist natürlich in vieler Hinsicht die größte Krise seit 1945. Ja. Aber der Vergleich ist unredlich, weil das Wort 1945, das Ende des Zweiten Weltkriegs, Holocaust, Millionen Tote. Das heißt, man darf den Vergleich nicht ziehen, obwohl es richtig ist, dass es die größte Krise ist 1945. Daher muss man, wenn man den Vergleich zieht und die Zahl in den Mund nimmt, immer dazu sagen, und dennoch ist der Vergleich nicht redlich, weil es nicht vergleichbare Dinge sind. Wir haben gerade gehört, die Medienpolitik der ausgeladenen Journalisten und so weiter. Du bist jetzt ein Journalist. Wie hast du diese letzten Wochen hier wahrgenommen aus deiner Rolle heraus? Bisschen anders als die Frau Gries. Ich gehe da ausnahmsweise mal weniger kritisch mit den Journalistinnen und Journalisten um. Und da rede ich jetzt gar nicht von Pro Domo. Dennoch tue ich es jetzt kurz. Wir haben sehr am Beginn der Krise eine Titelgeschichte gehabt, die hieß Notstand ohne Not, die allerdings darauf hingewiesen hat auch, dass obwohl jetzt da eben keine Toten auf der Straße liegen, obwohl das Leben eigentlich normal weitergeht, es schon sinnvoll ist, jetzt eine Art Notstand auszurufen. Also Pro Domos Profil ist ohnehin immer sehr kritisch und da ist ohnehin nicht das Profil gemeint damit. Ich habe schon sehr früh wahrgenommen, dass das zum Beispiel das Frontalmanagement, die Message Control, dieser Dreierpartie oder Viererpartie mit dem Vizekanzler hinterfragt wurde, was die da eigentlich tun, wie lange ist das in Ordnung und ab wann muss man das, wie es da gemacht wird, hinterfragen. Sebastian Kurz kam ziemlich bald in die Ziehung vieler Medien, werden wir nachher sagen, wo ich dann die Ausnahme sehe, weil er zu Viktor Orban nichts sagen wollte, weil er gesagt hat, jeder wird bald jemanden kennen, bekannt, er hat gesagt kennen, es wird nicht, hat nicht kennen, gesagt Familie oder Freunde, kennen, schon ein Unterschied, es wurde falsch zitiert, manchmal, der an Corona gestorben ist und so weiter. Er hat einmal jedenfalls in seiner Hybris, die er natürlich dann hatte, gemeint, es könnte Hunderttausende Tote geben, rein theoretisch war, ja, schwierig. Dann die Diskussion darüber, darf man Angst machen oder nicht. Ich bin der Meinung, man darf Angst machen. Er ist ein bisschen überzogen, aber unterm Strich finde ich, dass die Medien in Österreich global eigentlich gut funktioniert haben, mit Ausnahmen. Nicht überrascht mich, dass die gekauften, aber nicht Kaufmedien, also die Gratismedien, würde ich jetzt mal sagen, viel mehr diese Message Control übernommen haben und viel weniger hinterfragt haben, was passiert. Etwas nachdenklicher macht mich, dass der öffentliche rechtliche Rundfunk sehr, sehr lange Regierungssprecher und damit Regierungsfunk, weil ich glaube, Fritz, das hast du ja da jetzt auch ein bisschen angesprochen. Also da wurde sehr wenig hinterfragt und jetzt als Feigenblatt die Zeit im Bild 2 zu nehmen, ist einfach zu wenig. Wenn man sich anschaut, wie viele Menschen alle anderen ZIPs und Bundesland-Heute-Sendungen plus die nicht immer als solche erkannten, wie er gesagt hat, Durchsagen der Bundesregierung sehen und hören, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehe ich da schon ein Systemversagen. Das bringt mich zu dem Punkt, wo ich eigentlich immer war, dass ich das
System des öffentlichen Rundfunks als solche gerne in Frage stelle. Das Profil ist vom ersten Buchstaben bis zum letzten Punkt öffentlich-rechtlich. Wir haben keine amerikanischen Serien, wir machen Fehler, wir machen nicht absichtlich Fehler, wir haben keinen Stiftungsrat, der politisch besetzt ist, etc. etc. Dennoch sind wir nicht öffentlich-rechtlich. Der ORF ist es schon, und dass da dann mal die interne Diskussion, wie in dieser Phase, vielleicht nicht so vehement ist und die Berichterstattung nicht so, ich will gar nicht sagen kritisch, sondern so kritisch diskutierend ist, das hängt, glaube ich, schon ein wenig mit der Struktur des ORF zusammen. Das heißt, ich sehe differenziert bei manchen Medien großartige Berichterstattung, aber vielleicht doch nicht früh genug ein Einschwenken auf einen etwas kritischeren Kurs. Andererseits die Leistung, ich erlaube es mir schon noch dazu zu sagen, von uns Journalistinnen und Journalisten allen, nämlich technisch das zu erheben, in einer Situation, wo die meisten im Homeoffice waren, wo der ORF Angst haben musste, mit Recht, dass eine Corona-Infektion das Ding lahmlegt, mit der marketingtechnisch sehr gescheiten Geschichte, dass die jetzt da in Quarantäne quasi gegangen sind. Ja, das Marketing. Also insgesamt war das schon ganz, ganz cool, dass keine Tageszeitung im mir bekannten Österreich und Ausland einen Tag nicht erschienen ist und keine Sendung ausgefallen ist. Nicht so leicht. Jetzt sagst du eben als Berufsstand des Journalisten, sagst du, na, also die Journalisten haben recht bald angefangen, die Medien auch kritisch zu hinterfragen. Irmgard, du bist so draußen gewesen aus dieser Blase. Du hast aus der Steiermark das alles gesehen. Hast du wirklich, und es hat viel Kritik an den Medien gegeben, dass man sich die Zahlen nicht genau ansieht, dass die Berichterstattung einseitig ist, eben Panikmache war ein Thema, Inszenierung war ein Thema. Hast du die Wahrnehmung gehabt, dass du gut und umfassend informiert worden bist? Vor allen Dingen in den Anfangsphasen war es schwierig, aber grundsätzlich hast du das Gefühl gehabt, wir hatten hier eine breite, diverse Berichterstattung in den Medien. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich kann mich informieren. Ich bin ja nicht angewiesen auf die Medien und ich bin nicht angewiesen auf den ORF. Ich habe mir da immer BBC News zum Beispiel angeschaut. Oder diese Newsletter, die man da beziehen kann. Oder die Podcasts, die es gibt von verschiedenen amerikanischen Universitäten. Also das Angebot war ja gewaltig, nicht wie man Informationen über das Virus, über die Verbreitung bekommen konnte. Und durch diese vielen Informationen hat sich natürlich manches relativiert, was bei uns passiert ist. Nicht? Und wobei ich schon sage, also in dieser ersten Zeit finde ich, da bin ich schon bei Ihnen, da kann man das nicht so kritisieren. Das war schon eine Ausnahmesituation. Und dann hat natürlich ein Hinterfragen begonnen, was ja notwendig ist. Was mich besonders gestört hat, das muss ich schon sagen, dass am Beginn, als der Lockdown gekommen ist, da hat man gesagt, ja, also das ist absolut notwendig und die Toten und die Bilder aus Bergamo und wir müssen das jetzt machen. Das war schrecklich, nicht? Aber dass man überhaupt eigentlich in dieser ersten Phase nicht erwähnt hat, welche Folgen das für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, für die Menschen hat, wie unterschiedlich sich das auswirkt. Mich hat sehr gestört, als man die Schulen zugemacht hat, dass das nicht ein Thema war, ja, was passiert jetzt mit den Kindern? Wie ist denn das jetzt? All die Kinder, die nicht die Möglichkeit haben, ein Endgerät zu verwenden und an einem solchen Unterricht teilzunehmen, was tun wir da? Was ist mit den Abgehängten? Was ist mit denen, wo eine Familie in einer kleinen Wohnung wohnt? Nicht, das hat die Krise hat oder betrifft auch und hat ganz unterschiedlich die Menschen betroffen. Und das war eigentlich kein Thema in dieser ersten Zeit. Langsam kommt das gerade bei den Kindern und bei den Schulen. Und das war zum Teil katastrophal. Nicht, eine Freundin von mir unterrichtet in einer Volksschule und in einem Viertel in Graz, wo es viele Zuwanderer gibt. Und sie sagt, also sie hat, erstens sind alle Kinder erreicht in der Zeit, jetzt sind die Kinder wieder in der Schule. Und sie sagt, es wird extrem schwierig sein, eine dritte Klasse Volksschule im Herbst, weil die haben praktisch alles oder vieles verlernt, ne? Weil eben die Möglichkeiten so unterschiedlich waren. Und dass das kein Thema war, das hat mich schon gestört. In Wahrheit ist es mit der Bildung, aber das ist unser Thema, aber heute leider noch kein Thema, weil die Schülerinnen und Schüler haben jetzt nur einen zweigeteilten Unterricht. Also das Thema hat man total vergessen, das muss man leider sagen. Kommen wir zur Themenrunde, zurück zum Thema. Das Thema ist Systemrelevanz des Journalismus. Und gab es hier Systemversagen? Also seit Corona ist eigentlich klar, ohne Banken, Krankenhäuser, Energieversorgung, Müllabfuhr, Supermärkte, da könnte unser System nicht funktionieren. Und ebenso ist auch klar geworden, also wie wichtig Qualitätsjournalismus
gerade für eine liberale Demokratie ist. Und eben, wie wir haben das schon angesprochen, gerade in diesen Zeiten der Krise, da übernehmen die Medien auch eine andere Rolle. Sie haben es schon gesagt, die sind dann die Lautsprecher der Regierung. Also man könnte diese beiden Dimensionen, die Medien hier haben, einerseits die umfassende Information, auf der anderen Seite aber auch diese Lautsprecherfunktion, beides ist systemrelevant, als systemrelevant bezeichnen. Ich beginne nun auch mal mit der Irmgard, mit der ethischen Frage, und dann kommen wir so quasi auf die wissenschaftliche, auf die praktische Seite. Irmgard, aus dem ethischen Gesichtspunkt heraus, welche Verantwortung haben den Medien für das Funktionieren einer freien und einer mündigen Gesellschaft, nämlich gerade auch in einer Krise? Also eine ganz große Verantwortung, sie sind unverzichtbar. Es gibt keine freie Gesellschaft ohne unabhängige Medien. Wir sind darauf angewiesen. Und die Medien haben ja einen gewaltigen Einfluss. Sie bestimmen, wovon wir Kenntnis erlangen. Sie bestimmen auch unsere Einstellung dazu. Also die Medien haben ja eine ganz große Macht, Meinungen zu bilden, Einstellungen zu formen. Und diese Macht, die bedingt natürlich Verantwortung. Und wie findet man die Balance zwischen Lautsprecherfunktion und freier Information? Ja, das liegt am einzelnen Medium und das liegt am einzelnen Journalisten. Und ich glaube, das hat auch gezeigt, wie wichtig ein Qualitätsjournalismus ist. Das ist ein unbestimmter Begriff. Aber wirklich Menschen, die das als ihre Aufgabe ansehen, objektiv zu informieren, klar zwischen Fakten und Meinungen zu trennen, die Quellen offen zu legen, umfassend zu informieren, dass wir das brauchen. Na, das ist einfach, wie soll ich sagen, das ist die Nahrung einer freien Gesellschaft. Wir können nicht miteinander im Austausch sein, wenn wir nicht Informationen haben und wenn wir nicht Quellen für unsere Informationen haben, denen wir vertrauen können. Also ich zitiere oft den Peter Biri, der sagt, wann immer etwas Unbekanntes auf einen zukommt, soll man zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, was bedeutet das eigentlich? Und die zweite Frage ist, woher weiß ich das? Also die Quellenfrage ist ganz entscheidend. Und wenn wir keine Quellen haben, denen wir vertrauen können, ja, da sind wir aufgeschmissen, ne? Wie soll ich sonst beurteilen, ob irgendeine Information verlässlich ist? Also ich finde, die Verantwortung der Journalisten war immer groß, ist in unserer Gesellschaft, wo so viele Informationen verfügbar sind, noch größer als sie war. Darf ich da gerade nachfragen, nämlich auch, wenn man sich das im historischen Kontext anschaut, Herr Hausel, also die Medien haben die Rolle, die Bürgerinnen zu informieren. Und was passiert in so einer Gesellschaft, wann das kippt? Also wann die Medien kippen in Richtung wirklich nur noch Lautsprecher der Regierenden zu sein? Weil Sie haben sich das ja angeschaut, wie sowas funktioniert. Was passiert da? Naja, also in einer sehr gut funktionierenden liberalen Demokratie gibt es neben der Informationsfunktion, die möglichst vielfältig wahrgenommen werden soll und gut recherchiert und sehr faktenbasiert, zwei wesentliche Funktionen, die zu leisten sind, und das ist die Kritik- und die Kontrollfunktion. Ne? Je komplexer Gesellschaften werden, je stärker sich auch verschiedene Machtbereiche in modernen Gesellschaften entwickeln, ist diese Kritik- und Kontrollfunktion noch wichtiger, besonders wenn Politik stärker dann beispielsweise von Wirtschaft gesteuert wird und daher die Frage sich aufdrängt, wer kontrolliert dann diejenigen, die von uns ins Parlament gewählt worden sind. Und das kann, klar, wir haben verschiedene staatliche Einrichtungen, wir haben einen Rechnungshof und so weiter, aber auch dort können Fehlleistungen passieren oder nicht ausreichend, weil wir wissen, dass die Aufträge wieder vom Parlament letztlich definiert werden, was wird kontrolliert und was wird nicht kontrolliert. Dem Profil kann niemand vorschreiben, worüber sie schreiben. Ja? Und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben wir insofern ein Stück anders, weil der öffentlich-rechtliche hat einen umfassenden Auftrag. Das heißt, der kann sich auch nicht sozusagen darauf fokussieren, in einer bestimmten Phase in erster Linie die Kritik- und Kontrollfunktion wahrzunehmen, ja, und die macht das Profil recht ordentlich, sondern es braucht
dort einen sehr umfassenden Informationsauftrag. Ich glaube, dass die Zeit ein bisschen noch zu früh ist. Wir haben keine umfassenden Analysen, ob dem ORF das gelungen ist in der Phase. Aber er hat sich sicher da sehr darauf konzentriert, in einer Zeit, in der es eine relativ unsichere Informationslage gab. Ja? Je nachdem, welche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler man gefragt hat, hat man so oder so oder so die Antwort bekommen. Und da tritt dann das Moment einer sozusagen großen Medienmaschine, die eine natürlich enorme Verantwortung hat, in Richtung, was ist in der Situation so etwas wie konstruktiver Journalismus, der diesen Prozess, der sicher einmalig ist, auch wenn wir uns klar sind, mit 45, das macht jetzt nicht viel Sinn zu vergleichen, aber er ist einmalig in der Situation und naja, und wir können wenig auf sozusagen Konzepte von früher zurückgreifen, also ist es auch ein Stück probieren. Ja? Wir tun gut daran, diese Analysen jetzt zu führen, das gehört auch dazu, aber viele andere sozusagen jetzt da so Introspektionen im Journalismus zu betreiben mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die sich daran auch beteiligen sollen, meines Erachtens, weil es nicht nur eine Frage sozusagen der Selbstreflexion im Journalismus sein darf, um für einen nächsten Fall, wir alle wissen nicht, ob eine zweite Welle, eine dritte Welle oder sonst was uns bevorsteht, aber dann zu wissen, was kann man ein Stück besser machen, und dass man es dann besser machen kann, weil man auch schon mehr Wissen hat über das Virus, das ist klar. Ja? Aber es ist auch dann die andere Frage, zum Beispiel, zum Teil gibt es ein gewisses Systemversagen im Journalismus. Ich halte das aber nicht für sehr groß. Ja? Also Boulevardjournalismus. Unter diesen Umständen vor allem. Also ja, unter diesen Umständen. Technisch. Also man kann es auch andersrum formulieren. Hätte der Journalismus da alles perfekt gemacht, abgesehen davon, dass wir nicht wissen, was dann wirklich die perfekte Antwort ist. Immerhin würden wir nicht behaupten, dass wir alles perfekt gemacht haben, anders als der Bundeskanzler wörtlich gesagt hat, er ist sich 100% sicher. Ja. Aber das ist so bei Menschen, die sehr angeleuchtet sind, wahrscheinlich auch das Problem, dass sie dann manches nicht mehr sehen vor lauter Strahlen, die ihnen entgegenkommen. Du meinst vom eigenen Heiligenschein. Sie sind, ja, ich sage, er ist ein Angeleuchteter, ein Angestrahlter. Das tut führenden Politikern mittelfristig nicht gut, aber gut. Dazu gehört unter anderem auch eine lebendige Opposition. Können wir dann darüber reden, ob diese Regierung nicht viel dazu beigetragen hat, dass diese Opposition sich unter ihren Wert schlägt, ja, und schlagen muss. Aber das wäre eine eigene Debatte. Das ist eine gute Frage. Welche Rolle haben die Medien hier gespielt, dass die Opposition kein Sprachrohr hatte? Also das ist schon, und vielleicht es gab keine, Opposition, vielleicht unsere Aufgabe das, noch wesentlich größer. Vielleicht ist das auch hier ein Teil des Systemversagens der Medien. Umgekehrt, weil es keine Opposition, weil die Grünen, die sonst Opposition sind, sind in der Regierung, die FPÖ mit sich selbst beschäftigt, die Sozialdemokratie am Boden. Umso größer war unsere Aufgabe. Wir mussten auch das tun, was eine Opposition, die jetzt nicht rein parteipolitisch maximierend tut, sonst zu tun hat, nämlich hinterfragen und so weiter. Gerade weil es in Österreich anders ist, in Deutschland und vielen anderen Ländern keine funktionierende Opposition gab, aus den genannten Gründen, hatten eine zusätzliche Aufgabe und waren noch besser, würde ich jetzt sagen. Jetzt tut mir wahnsinnig schwer, in meiner Rolle als Moderatorin zu bleiben, weil ich eigentlich in meinem Alltag den Beruf den Hut der Politikerin aufhabe. Also die Neos waren sicher sehr bemüht. Die Neos waren die Opposition, aber das ist ja absurd, dass eine 5%-Partei die Opposition ist. Aber die Opposition hat im Ideal kein Sprachrohr, da hat das System versagt. Aber, stimme dir völlig zu, Neos sind eine exzellente Oppositionspartei, aber die Rahmenbedingungen, unter denen die Neos arbeiten oder die anderen jetzigen Oppositionsparteien, sind verschlechtert worden durch die Regierungen Kurz. Ganz einfach dadurch, dass sie sich selber Mittel in einem Übermaß arrogiert haben, die vorherige Regierungen, die sind auch schon ein Stück in diese Richtung gegangen, aber nicht in dem Ausmaß. Wenn man sich anschaut, wie viele Leute Öffentlichkeit herstellen über
diese Regierung, die in den Ministerien sitzt, im Bundeskanzleramt sitzt, eine ihrer Abgeordneten hat, glaube ich, allein im Bundeskanzleramt 59 Personen gezählt, die nichts tun, außer tagtäglich Öffentlichkeit zu schaffen. Ja? Das ist natürlich sozusagen, hier werden gewisse Potemkinsche Dörfer errichtet. Die niederzureißen, die Aufgabe des Journalismus ist, in denen die Redaktionen sehr viel kleiner sind als vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren. Ja? Und die Opposition hat nicht die Mittel, hat nicht die Ressourcen, hier dem etwas entgegenzuhalten. Und wir haben das davor schon bei Türkis Blau beklagt, viele Gesetze werden nicht in die Begutachtung geschickt, werden durchgepeitscht. Dementsprechend ist auch die miese Qualität dieser Gesetze, ja, ganz viele sind ja inzwischen aufgehoben worden, deswegen, weil sie einfach handwerklich schlecht gemacht worden sind. Das schadet dem Land. Die Opposition, naja, die Darf Opposition. Ich was einschieben? Mich stört weniger die miese Qualität in diesem, weil man so viele Gesetze macht. Was mich wiederum gestört hat, und wir haben es sofort thematisiert, ist, dass ein Bundeskanzler hergeht und diese miese Qualität damit rechtfertigt. Nicht, dass er sagt, wahnsinnig viele müssen tun, es ist schrecklich, wenn ein Fehler gemacht wird, sondern er sagt, zu dem Zeitpunkt, wo das Verfassungsgericht oder der Verfassungsgerichtshof darum kommt, ist eh nicht mehr gültig. Man möge doch Verständnis für Fehler haben. Nein, kein Verständnis. Ich habe Verständnis dafür, dass Fehler gemacht werden, aber nicht dafür, dass der Bundeskanzler sagt, diese Fehler sind in Ordnung und dann gilt es eh nicht mehr. Dort geht es nicht aus. Ich möchte dann eh noch was sagen zu dem, was Sie gesagt haben. D'accord, aber ich glaube, es ist auch Fehler machen mit einem Anlauf, weil ignoriert wird, dass die Aufgabe einer lebendigen Opposition schon darin besteht, systematisch die Vorhaben einer Regierung im Parlament daraufhin abzuklopfen, ob sie sinnfällig sind, ob sie Fehler haben. Und wenn das sozusagen nicht ermöglicht wird, dann gibt es am Ende einfach eine schlechtere Qualität. Das ist wie in der Wissenschaft, dass ich also immer schaue, dass ich das möglichst auch auf ihre Schwächen abklopfe und sage, passt meine Argumentation? Oder suche ich mir ständig das, was mich bestätigt, was ich eh schon weiß? Das ist richtig und da kommen wir jetzt wieder zurück auf die Rolle des Journalismus, auf unser Thema. Ja. Darauf ist die Opposition angewiesen. Nein, die Frage ist dann, was sich hier aufgetan hat, ist, ob es nicht wirklich ein Systemversagen im Journalismus gegeben hat und gibt, wenn die Mächtigen so mächtig sind, dass andere Stimmen offensichtlich nicht mehr gehört werden. Und also in meiner Wahrnehmung war das in diesen letzten Wochen schon so. Wie war das in deiner Wahrnehmung, Christian? Ich kann nur noch mal sagen, ich muss nicht das Profil anschauen, sondern die ganze Medienlandschaft. Ich rede nicht von Domo und habe schon, glaube ich, die Antwort schon gegeben. Ich sehe das System, ich sehe überhaupt kein Systemversagen. Ich finde, dass wir insgesamt unter diesen Rahmenbedingungen alle sehr gut gehabt haben. Ich gehe kritisch mit dem ORF ins Gericht und sage, die waren zu lang. Verkündigungsjournalismus von den gekauften Nicht-Kaufzeitungen habe ich nichts anderes erwartet. Insgesamt sehe ich es nicht. Ich müsste jetzt auch sagen, bist du da jetzt nicht zu sehr Neos-Politikerin und nicht Moderatorin, wenn du diese Frage stellst? Stell sie in den Raum. Aber vielleicht nochmal zurück, was wir eigentlich am Anfang getan haben. Für uns war die Situation als Journalistinnen und als Journalisten so, da gibt es ein Restrisiko und dieses Restrisiko ist so durch Tschernobyl genannt, wie bei anderen Atomkraftwerken, dass das ganz, ganz, ganz schlimm daneben geht. Und weil das Restrisiko so groß ist, begrüßen wir oder kritisieren wir mal nicht die Maßnahmen, dass die jetzt sehr, sehr vehement sind und man alles runterfährt, weil das Restrisiko würde man bei einem Atomkraftwerk, und das ist schon vergleichbar, dass jetzt wirklich hunderttausende Menschen in Österreich sterben, das wollen wir, das darf eine Gesellschaft nicht eingehen. Und dann hat sich irgendwann einmal oder relativ bald eigentlich gezeigt, okay, die Zahlen gehen runter, wir haben das im Griff und in der Sekunde haben wir gesagt, es ist richtig, was passiert ist, aber jetzt können wir in die Tiefe gehen, zum Beispiel zu den Quellen, wie Sie gesagt haben. Und da fiel mir einmal mehr ein, Sebastian Kurz hat weiter seine, mit der gesamten Bundesregierung, weniger die Grünen, aber hat diese Verkündigungspolitik gemacht. Er hat nicht gesagt, wer sind seine Quellen. Er hat nicht gesagt, es gibt 5 Wissenschaftler, 3 haben das gesagt und 2 das. Und ich habe trotzdem für die 2 entschieden, kann sein. Oder gesagt, ich habe mich da mehr als Mensch. Er hat durch einmal den interessanten Satz gesagt, ich orientiere mich eh nicht an den Wissenschaftlern. Ganz genau, er hat sogar mehr gesagt. Er hat gesagt, er hat dreimal gegen die Wissenschaftler entschieden. Bei den Schulen, beim Massentesten und das dritte fällt mir jetzt nicht ein. Soll er sagen?
Aber es wurde nie offengelegt, was... Er hört nicht auf die falschen Experten. Er hört nicht auf die falschen Experten. Er hat nie offengelegt, diese Regierung, wer jetzt die Quellen sind. Dafür wäre Zeit gewesen. Und das geht bei Message Control nicht. Das ist dann unsere Aufgabe, irgendwie die Quellen abzuklopfen. Da ist auf der einen Seite eben die Bundesregierung, die was sagt. Und dann gibt es dies und das. Weil Sie, und darauf würde ich noch ganz gern eingehen, gesagt haben, die Relevanz der Medien... Natürlich sehe ich es auch gerne so. Andererseits, die Zeit im Bild mit den 2,5 Millionen Zusehern, phasenweise im Schnitt 1, irgendwas, hat einen Altersschnitt bei den Zuseherinnen und Zusehern von 62. Das ist nicht ganz der Schnitt der Bevölkerung. Das Profil, sehr jugendlich und so weiter, hat einen Altersschnitt, der nur knapp unter meinem Alter liegt. Ich bin 58 und unser Altersschnitt ist etwa 55 beim Standard, weil er später gegründet wurde, etwas niedriger bei der Krone und beim Kurier ähnlich und so weiter. Das heißt, was ich nur sagen will, wir erreichen nicht die Jungen. Und die Jungen, ich rede von denen, die unter 30 sind, im Schnitt nicht. Die wurden erreicht durch Social Media. Und da muss man dann schauen, wie sehr es gelungen ist, uns Medien, selbstverständlich bin ich 100% Ihrer Meinung, dass eine Demokratie nicht ohne Medien verlegerischer Herkunft, muss man immer dazu sagen, ich nenne es dann auch gerne niveauvolle Medien, weil die Bildzeitung ist leider auch ein Qualitätsmedium, qualitativ gemacht, aber anyway, uns Journalistinnen, Journalisten, unseren Medien muss es gelingen, das, was wir früher im Print produziert haben oder in der Matz, kein Junge würde verstehen, was eine Matz ist, Magnetaufzeichnung und so weiter, das in einer digitalen Form an die Jungen ranzubringen. In dem Gesamtpackage-Marke-Profil, Gesamtpackage-Marke-ORF, Gesamtpackage, wie immer es heißt. Aber das sind eben nicht, das ist auch nicht der Online-Text der normale, sondern das ist, so wie Sie gesagt haben, Podcasts und so weiter. Die Podcasts erreichen Videos. Die Jungen, Videos und so weiter. Das geht dann schon. Meine Kinder, die 17 sind und sehr interessiert sind durch den Vater an allem und zu Demos gehen, aber die würden sich weder eine Fernsehsendung in Nachrichten ansehen, noch jemals das Profil in die Hand nehmen. Nein. Aber das ist nicht automatisch, sondern ist auch wesentlich ein Ergebnis einer Medienpolitik der letzten 10, 15 Jahre, wo wir uns im Innovationsbereich, im digitalen Sektor in eine absolute Sackgasse manövriert haben, weil der Öffentlich-Rechtliche darf nichts oder fast nichts, ja, und die privatwirtschaftliche Rundfunkkonkurrenz, die dürfte, tut nichts, weil es nicht notwendig ist, weil man sich damit begnügt, dass man den Öffentlich-Rechtlichen untersagt, im digitalen Bereich sich irgendwie zu bewegen. Weil es kein Bezahlmodell dafür gibt. Es gibt kein Bezahlmodell für digital. Aber der Öffentlich-Rechtliche bräuchte, aber der Öffentlich-Rechtliche, es gibt ja keinen Grund, es gibt nur den Grund, ihn zu beschränken, um ihn sozusagen konkurrenzschwach zu machen gegenüber dem privaten Sektor. Da bin ich wieder bei dir. Aber der private Sektor hat kein Geschäftsmodell dafür und tut es deshalb auch nicht. Aber man hat auch nicht den Schritt gemacht, um im Europäisierungsprozess sozusagen begleitend einen digitalen Raum zu schaffen, der uns jetzt nicht so hilflos gegenüber den amerikanischen Digitalgiganten sein lässt, wo wir sozusagen ständig irgendwie so hinterherhecheln, um das irgendwie demokratieverträglich zu machen, was Facebook und Co. hier anrichten. Ja? Und da glaube ich, es ist nie zu spät, aber es ist 11:55, was das anbelangt. Aber man kann auch 11:55 noch was machen, sage ich mal. Ne? Für die Zukunft werden wir am Schluss reden. Ich werde jetzt kurz das amerikanische Hölzerl entgegennehmen. Ja, Zukunft dann noch. Ja. Genau. Der amerikanische Präsident, wie Sie das gesagt haben, wenn wir über die digitalen Welt auch sprechen, der amerikanische Präsident, der wettert ja über Fake News, also wenn ihm etwas nicht in den Kram passt. Und das Thema Demokratie möchte ich jetzt, Medien und Demokratie möchte ich jetzt auch noch beleuchten. Dem Urbans Orban, der würde die Pressefreiheit ja am liebsten abschaffen, das haben wir heute auch schon gehört, das Thema, und er hat auch genug regierungskritische Zeitungen schon eliminiert. In der Türkei, da werden Journalistinnen und Journalisten eingesperrt, wenn sie nicht auf Regierungslinie sind. Und ich bleibe jetzt gleich bei Ihnen. Was passiert denn in so einem autoritären System mit Meinungsvielfalt und Pressefreiheit und was lehrt uns auch hier die Geschichte? Woraus sollten wir nach vorne, wenn wir zurückschauen und nach vorne blicken wollen, hier mitnehmen und auch lernen? Die Geschichte, glaube ich, gibt uns zwei Hinweise mit für das aktuelle Handeln in dem Bereich. Das eine ist, die meisten Zerstörungen der Medienfreiheit passieren nicht schlagartig. Das ist eher
ungewöhnlich. Ja. Und wenn jetzt jemand einwendet und sagt, ja, aber 1938, ja, aber 1938 haben wir null Pressefreiheit mehr gehabt in Österreich. Das ist alles salamitaktikartig ab 1933 ruiniert worden durch Dutzende von Verordnungen und dann war nichts mehr da. Und die kritischen Journalisten waren im Untergrund, im Exil oder in Wöllersdorf oder so. Ja? Und die Nazis haben das hat dann den Sack noch zugemacht und haben auch noch alle, die sich jetzt politisch gar nicht so exponiert haben, rassistisch verfolgt. Und das heißt, wir müssen tatsächlich sorgfältig darauf achten, dass nicht die Schritte passieren. Darum sage ich, das, was Reporter ohne Grenzen diagnostiziert hat, an Verlust des weißen Sektors, in dem wir vorher immer waren, eigentlich fast immer waren, das muss uns nicht nur hellhörig machen, sondern das muss auch dieser Regierung ein Auftrag sein, dass sie ganz genau darauf schaut, dass jetzt nichts mehr in dem Bereich in die falsche Richtung läuft und das, was schon verloren worden ist an Terrain, einfach wieder gut macht. Und das kann man mit einer weitblickenden Medienpolitik machen, wenn man ein Interesse hat. Wenn man will. Ja. Wenn man will, ja eh. Aber wenn es sinnhaft ist, auch für unsere, die Parteipolitik. Genau, wenn ich glaube, es sinnhaft, wenn Stimmen bringt. Genau. Aber es liegt an uns, sowohl jetzt die Oppositionsparteien, die Zivilgesellschaft, die NGOs in dem Bereich, die Medien. Die Medien, das ist die zweite Lerngeschichte draus. Es gibt in keiner dieser autoritären Phasen ein gutes Geschäft für Medien. Es ist am Ende waren die Medien meistens ruiniert. Es ist selbst, oft selbstmörderisch, aber es ist die einzige Chance. Das Risiko. Lieber mit wehenden Fahnen untergehen, als sozusagen sich selber seinen Beruf zu ruinieren und vor allem immer schon das zu ruinieren, was für die Demokratie so lebenswichtig ist. Ja, aber jetzt hatten wir doch in Österreich, und das ist meine Frage an Christian, wir hatten doch ein tolles Medienförderpaket im Zuge der Corona-Sondersitzung. Hat es das für die Meinungs- und Medienvielfalt in diesem Land nichts gebracht? Wunderbar und absichtlich ironisch und zynisch. Also das Profil hätte es gar kein Geld gegeben, weil völlig zufällig hatte die Bundesregierung. Vielleicht erklären wir ganz kurz, mal schon kurz erklären, wie das überhaupt funktioniert hat, wer da wofür Geld bekommen hat. Vielleicht ist das den Zuseherinnen und Zusehern gar nicht so klar. Ja, es ist eine reine Vertriebsförderung, aber auch auf, eigentlich hat Druckförderung. Also wenn jetzt die Fellners von ihrem Österreich-Blatt 1 Million Stück gedruckt hätten, hätten sie entsprechend auch mehr Geld bekommen. Da wurde nicht darauf geachtet, wie viele Leute arbeiten dort. Da wurde nicht darauf geachtet, was steht drinnen, da wurde nicht darauf geachtet, ob es einen Betriebsrat gibt, etc., gar nicht, sondern ja, man wollte die beschenken. Sehr, sehr einfach. Es geht noch weiter. Also das Profil bekommt 1% des Jahresumsatzes, aber wir hätten das nicht bekommen, weil die Regierung völlig zufällig darauf vergessen hatte, da die Wochenzeitungen auch einzubeziehen. Warum? Ja, weil es einerseits keine Fellner und keine Dichand-Medien gibt, die man beschenkt. Vielleicht auch, weil den Falter, den ich nicht immer verteidige, aber weil der Falter, der darunter fällt, doch nicht so wahnsinnig regierungsfreundlich ist. Und im Endeffekt ist das 1%, wegen diesem 1% Jahresumsatz, muss ich mir jetzt anhören lassen von vielen. Ich habe sehr Geld gekriegt, unter anderem von Mitgliedern der Bundesregierung. Und dazu kommt noch, wenn ich mir anschaue, Förderungen, Wochen- oder auch Monatszeitungen, ich glaube, vor dem Profil bei der Förderung liegen 3 agrarische Zeitungen und 3 kirchennahe Zeitungen. Nichts gegen agrarische und kirchennahe Zeitungen. Aber da musst du schon Verständnis haben dafür. Wegen meines Eigentümers. Ah, nicht wegen des Eigentümers. Weder Kirche noch und so weiter. Also sah das aus. Christian, wir es auf die höhere Ebene wieder heben. Was hat das gemacht in der Medienlandschaft? Ich meine, auch, was hat das erstens gemacht für die Berichterstattung in dieser Zeit? Ja. Diese Art der Förderung, die Großen viel kriegen. Und was macht das strukturell nach vorne hin? Kurzfristig hat es gar nichts gemacht. Mhm. Die Bundesregierung wollte einige damit kaufen, besänftigen, pro futuro. In der Phase ist das nicht so gewesen, dass es uns Liquidität gegeben hätte, die notwendig gewesen wäre. Gar nichts. Da ging es darum, den nervenden
Verlegern, vor allem eben zwei Verlegerfamilien, Geld zu geben und allen anderen auch, die schon auch dann genervt haben, zwischen Vorarlberg und Wien dann doch irgendwie nachzugeben. Die haben auch gemerkt, ich meine, ich habe das auf Twitter habe ich abgesetzt und wir kriegen gar nichts. Aber, und dann plötzlich auf Twitter hat die Regierung wegen mir gern Profil herausgegeben, das war jetzt ironisch, aber dann daraufhin hat man dann regiert. Das Problem insgesamt dabei ist noch, weil du wolltest die höhere Ebene, die Bedrohung der Medienfreiheit, vielleicht sind wir schon zu weit weg, ist ja eigentlich primär mal eine ökonomische. Das ist die Disruption, die wir erfahren haben, dadurch, dass wir kein ordentliches Geschäftsmodell hatten für die digitale Welt. Es gibt rund um die vielen Dinge, die wir digital machen, kaum Möglichkeiten, ernsthaft Geld zu verdienen, außer du bist der New York Times, der Economist oder bekommst ein bisschen Peanuts. Manche werden das schaffen, manche nicht. Unsere 10 Podcasts, die wir pro Woche machen, da gibt es kein Pre-Roll, also keine Werbung davor, danach. Und jetzt durch Corona ausgerechnet, jetzt, wo wir zeigen konnten, meiner Meinung nach, dass wir richtig gut gearbeitet haben und wichtig waren, ich glaube, darauf können wir uns zumindest einigen, ausgerechnet das, damit bricht uns noch einmal ein Drittel des Werbebudgets, was im Schnitt vielleicht die Hälfte unseres Umsatzes ist, weg. Das heißt, gerade jetzt bricht uns zusammen. Und jetzt sind wir wieder bei der Frage Medienförderung. Die Regierung hat kein Interesse, weder in Österreich besonders nicht, in Ungarn noch weniger, und wir reden nicht von anderen Ländern, in Deutschland vielleicht ein bisschen mehr, aber kein Interesse daran, jetzt diese kritischen, niveauvollen Medien zu erhalten und zu fördern. Die haben eh den ORF, mit dem kritischen Journalismus, der dort gemacht wird, aber doch zumindest die Postenbesetzung an entscheidenden Stellen ist ziemlich eindeutig immer parteipolitisch gewesen und das bewirkt etwas. Aber warum sollten die denn was fürs Profil tun? Es gibt diese Politiker in Österreich nicht, die sehe und sage ich eher in Deutschland, aber ehrlich gesagt, nein. Irmgard, dann kommen wir nochmal zu die liberale Demokratie, das ist ja eines deiner Herzensthemen. Haben wir dann noch genug freie Medien in Österreich, damit wir sagen, das sind ein vernünftiger Eckpfeiler für liberale Demokratie, hier für die Meinungsbildung? Also ich glaube, man hat nie genug. Und ich glaube auch, je professioneller die Kommunikationspolitik der Regierung ist, also diese Message Control, die haben ja wirklich eine Stufe erreicht, das kann man nur bewundern, desto stärker müssen die Medien sein. Die unabhängigen, die kritischen Medien. Nur, die können das nur sein, wenn sie eine wirtschaftliche Basis haben. Ich kann nur frei sein, wenn ich nicht von der Hand in den Mund leben muss. Und was bei uns notwendig wäre, aber ich sehe da auch kein politisches Interesse dafür, es wird immer von der Opposition verlangt, solange in der Opposition ist. Genau. Mit Ausnahme der Neos, oder? Genau, nein, die Neos würden dabei bleiben, aber dass die Presseförderung, die müsste auch auf die Qualität, auf den Inhalt abstellen. Nur das ist eine schwierige Frage, nicht? Das ist wirklich eine Gratwanderung. Wie gehe ich davor? Und wir haben ja nicht nur die Presseförderung, vielleicht das eine noch, wir haben ja die ganz große Förderung für die Medien durch die Inserate. Halbe Milliarde Euro. Es gibt Politiker, die einen Aufstieg damit gemacht haben, dass Inserate vergeben haben. Wir wissen das, ne? Und es ist nichts dabei herausgekommen. Also die haben nur kurzfristig, aber nur, sofort vergessen. Und das ist das Problem, dass die Öffentlichkeit vielleicht so in einem Gespräch sagt, das stimmt, es sollte nicht so sein, aber das ist sofort wieder weg. Sie können auch keine Bewegung zustande bringen, wo die Leute auf die Straße gehen und sagen, wir wollen unabhängige Medien, wir wollen eine Presseförderung, die auf die Qualität steht. Das können sie nicht erreichen. Nicht? Also wir können nur in dem Klein-Klein, jeder von uns, indem er halt die Medien kauft, das vielleicht an seine Kinder weitergibt. Also mein Sohn hat jetzt die Zeit abonniert und da war ich stolz und glücklich, muss ich ehrlich sagen, also ich habe schon seit Jahrzehnten, aber dass er das für sich macht, als junger Mensch, der viel an Podcasts, was weiß ich, konsumiert, ne? Aber dass man da versucht, das weiterzugeben. Aber die große Hilfe durch die Politik wird es nie. Forever. Nie. Ich meine, es gibt ja viele Hebel, wie man es in Bewegung setzen könnte. Einen, an dem zurzeit auch die EU ein bisschen kurbelt, ist sozusagen den Nationalstaaten den Auftrag zu geben, für mehr Medienkompetenz in den jeweiligen Ländern zu sorgen. Aber wir wissen, dass wir da bei einem ganz niedrigen Niveau beginnen und dass das ein sehr langer Prozess sein wird, bis wir dann dorthin kommen. Und ob wir dann noch die Zeitungen haben für die Auswahl oder Medien haben für die Auswahl, also da habe ich so meine Zweifel. Vor allem, weil die Frage ist, was ist am Ende dieses Corona-Prozesses das Ergebnis? So wie da jetzt notgefördert worden ist, da glaube ich, sind wir uns einig, werden am Ende einige Leichen liegen.
möglicherweise ziemlich viele, weil das, die Förderung ist so angelegt, dass sie konzentrationsfördernd ist und nicht vielfaltsfördernd. Mhm. Dabei hätte das Instrumentarium, ja, es gibt eine seit mehreren Jahren in der Schublade liegende Studie meines leider inzwischen verstorbenen Kollegen Hannes Haas, auf dem ein Stück aufbaut, plus auf der ersten Medienenquete unter Thomas Trotzter, gibt es einen ausverhandelten neue Medienförderung zwischen ÖVP und SPÖ. Gut, die jetzige Türkis fühlt sich ja da nicht gebunden. Aber wenn man jetzt aus der Not der Zeit heraus eine vernünftigere Regelung für die Mediennotförderung genommen hätte, hätte man dort nur reingreifen müssen in die Schublade und sagen, okay, das sind alles vernünftige Journalismus-Infrastruktur-fördernde Maßnahmen, das brauchen wir jetzt. Weil wir brauchen Journalismus, ja, nicht bedrucktes Papier. Mhm. Das ist aber nicht gemacht worden. Und ja, ich rede ja mit Absicht immer dagegen, dass ich sage, es muss die Politik ein Interesse haben daran, weil wir es von ihr einfordern. Das ist natürlich eine sehr idealistische, aber nach dem Prinzip Hoffnung hat sich auch in der Welt manches verändern lassen. Und Sie haben es nicht so gemeint, dass Sie die Message Control zu der Perfektion, zu der sie phasenweise gekommen ist, zum Glück gibt es dank kritischer Medien dann auch immer wieder ordentliche Unfälle, aber bewundern würde ich es nicht. Aber Sie haben es auch nicht so gemeint. Unterstelle ich jetzt. Hochprofessionell. Ja, ja, hochprofessionell. Ich finde das bedrohlich. Ich glaube, ja. Es ist an der Zeit. Eben deshalb. War sehr gemeint. Eben deshalb. Ich finde es an der Zeit, dass es, und sei es nur einmal, um das klar zu machen, einen Initiativantrag im Parlament der Opposition gibt, wonach wir ganz einfach diese Kostenebene limitieren. Und wann, wenn nicht jetzt, wo dann irgendwann die Frage genau kommt, wo beginnen wir zu sparen? Dann sage ich genau dort, wo sich diese Regierung dauerinszeniert. Weil das hat irgendwann mal auch oder sollte mal ein Ende sein. Sie bringt nämlich dieses ganze Balance-Modell zwischen Regierung und Opposition und Medien total aus dem Gleichgewicht. Es ist längst total aus dem Gleichgewicht. Das ist die Situation. Ja. Ne? Und daher, also ich glaube auch, dass der Journalismus tatsächlich ein Stück beharrlicher werden muss. Ich meine, wenn im Rückblick, und ich glaube, es ist auch manchmal im Rückblick noch wichtig, dass man manches einem Bundeskanzler, einem Minister nicht durchgehen lässt, sich als Meta-Wissenschaftler aufzuspielen oder gestern die Zahlen in der ZIP 2, wir zahlen den Menschen so viel Arbeitslosengeld und deswegen sozusagen sind wir in der Konkurrenzsituation mit anderen europäischen Ländern. Wir sind im unteren Drittel, wir sind unter dem Durchschnitt der EU-27. Arbeitslosengeld, oder? Das Arbeitslosengeld. Das Arbeitslosengeld. Ne? Deswegen nicht Erhöhung, sondern nur die 3x150 Euro. Und darum brauchen wir auch Qualitätsjournalismus. Es wird willkürlich mit Zahlen jongliert, die nicht stimmen. Ja. Darum brauchen wir Qualitätsjournalismus auch, um diese Dinge transparent zu machen und aufzudecken. Irmgard, du wolltest noch etwas ergänzen. Also vielleicht vorhin. Zu dem einen auch, die Schweiz ist nicht an EU-Regeln gebunden, war auch so eine Aussage, da müsste man sagen. Nein, aber ich glaube, das Grundproblem… Aber er ist ja nicht mehr Außenminister, ne? Er kennt sich da nicht mehr aus. Woher soll es wissen? Nein, aber ich glaube, das Grundproblem ist, dass gerade die Regierung, die jetzt da an der Macht ist, offenbar davon ausgeht, sie wird immer an der Macht bleiben. Also nicht davon ausgeht, sie könnte auch einmal nicht mehr in der Regierung sein und müsste daher an einem System interessiert sein, wo der andere auch eine faire Chance hat. Aber so wie die ganze Informationspolitik aufsetzen, so wie sie sich geben, ist das angelegt, er ist ja noch sehr jung, auf Jahrzehnte. Und ich glaube, das ist vielleicht der Grundfehler. Ich glaube,
eine Demokratie kann nur bestehen bleiben, wenn die Opposition eine reelle Chance hat, auch einmal an die Regierung zu kommen, dass jeder, der in der Regierung ist, dann sagt, na, ich kann auf der anderen Seite sein. Also ich muss an einem ausgewogenen System interessiert sein, vor allem auch in der Medienpolitik. Und das fehlt daher. Das ist diese Selbstüberschätzung, das ist die Verehrung durch die Menschen, machen wir uns nichts vor. Die Leute haben nicht genug davon. Na, wenn wir uns sagen, um Gottes Willen, das halten wir nicht mehr aus. Ne? Aber für viele Leute ist das eben beruhigend, gibt Sicherheit, wir sind in guten Händen. Österreich ist ein Musterschüler. Auf der ganzen Welt beneiden sie uns, weil wir die Krise so gut gemeistert haben. Nicht? Und das hebt die Leute, das ist genial, ja, leider. Und das müsste, wer, wie kann man das ändern? Ja, indem wir drauf hinweisen. Da würde ich genau, da würde ich gerne auch gleich ansetzen. Also wir haben jetzt gehört, wie wichtig der Qualitätsjournalismus ist für freie Meinungsbildung, für eine Demokratie. Wir haben schon gehört, eben auch Ansätze, die Medienförderung ist ein Thema. Im Moment sehen wir alle, die Gesundheitskrise ist in der Zwischenzeit zu einer Wirtschaftskrise geworden. Das heißt, für so Unternehmen wie eures, euch brechen die Werbeerlöse weg, von dem lebt ihr. Was mich schon ganz konkret interessiert ist, was macht jetzt so ein Verlag wie das Profil, wenn der Werbemarkt wegbricht? Und wie können solche Qualitätsmedien, die wir offensichtlich brauchen, nach vorne hin überlegen? Erstens, wie geht es euch da? Und was habt ihr dafür, was sind die Rezepte? Also wir sind gut aufgehoben in einem großen Medienhaus, mit einem guten Verleger, und das sage ich jetzt nicht, weil ich meinem Verleger schmeicheln will, aber das Profil zu kaufen, wir wurden jetzt zurückgekauft vom Kurier, ist vermutlich jetzt nicht unbedingt so, deshalb, weil wir jetzt ideologisch, parteipolitisch so nahe diesem Verleger stünden, sondern weil ich da schon eine gewisse Verantwortung sehe. Das Profil war immer schwierig und hat den Eigentümern eher nie nach dem Mund geredet. Es gab schwarze Fahnen, es gab Streiks und so weiter, aber da gibt es, man glaubt es kaum, einen Verleger, der mit 51% beteiligt ist, der ein gesellschaftspolitisches, eine Agenda hat. Und da geht es nicht um Machtpolitik. Also wir haben, das Profil hat mehr Schwierigkeiten gemacht, als es zum Beispiel der Raiffeisen Landesbank Niederösterreich jetzt an Ruhm und Ehre gebracht hat. Dennoch, so etwas gibt es, solche Verleger. Und wie gesagt, nach 22 Jahren habe ich es nicht notwendig, da irgendjemanden Honig um den Bart schmieren. Nein, das heißt, glaube ich, ein bisschen. Aber was heißt das kommerziell aber auch für euch? Heißt, für uns heißt das zukommt. Das, was ich glaube, die Irmgard Gries gesagt hat, wahrscheinlich auch der Fritz Hausel, unsere Aufgabe wird es sein, die Menschen dazu zu bringen, mehr und mehr zu zahlen dafür, dass man das Gesamtpaket der Marke Profil bekommt, konsumieren kann, Informationen bekommt, streiten kann, auch dazu zu gehören. Natürlich geht es da auch um Eitelkeiten. Ich habe vor Jahren schon, also als ich vor 20 Jahren zu Profil kam, waren 2/3 Werbeumsatz und 1/3 die sogenannten Vertriebserlöse. Mhm. Das ist das, was man fürs Abo oder fürs Einzelheft zahlt. Jetzt waren wir etwa bei 55% Vertriebserlöse, nur mehr 45%. Mhm. Und jetzt nach Corona wird es noch weniger sein. Weniger Werbeerlöse. Mhm. Warum? Weil die Werbung zu 2 großen Konzernen gelaufen ist. Ich sage nicht einmal mehr in die digitale Welt, weil sie ist nicht zum Standard-Tageszeitung gelaufen, sondern sie ist zu Facebook und Google gegangen. 80% bekannter Werbeumsätze digital weltweit sind bei den beiden Konzernen. Damit bleibt nichts anderes übrig, als ein Geschäftsmodell zu haben, wo Menschen dafür zahlen, dazuzugehören, informiert zu werden, da eine streiten zu dürfen und so weiter. Wir haben zum Beispiel, man darf es nicht laut sagen, sonst erzähle ich es jetzt meinen Abonnenten, aber die wissen, Abonnentinnen wissen sie, wir haben den durchschnittlichen Abo-Nutzen, also einfacher gesagt, das, was ein Abo kostet, in den letzten 10 Jahren etwa verdoppelt. Das kostet doppelt so viel, haben wir weniger Abonnenten, jedenfalls nicht so viel weniger, dass das kein richtig gescheiter Gedanke war. Wir müssen Menschen dazu bringen, dafür zu zahlen. Dem Profil wird es gelingen, weil die Marke stark ist, weil wir sehr genau wissen, was unser so berühmter USP ist. Also uns geht es ja ganz gut. Mhm. Und wir sind auch noch gut eingebettet, uns geht es ganz gut und wir sind dann in keiner Liquiditätskrise gewesen, in keiner existenziellen Krise. Mit der Marke wird es gut weitergehen. Aber wie ihr gesagt habt, es wird in 10 Jahren viele Medienmarken in Österreich, in Deutschland nicht mehr geben. Die deutschen Tageszeitungen, um irgendeinen Vergleich zu finden, haben in den letzten 10 Jahren die Hälfte der Auflage verloren. Und bei der Hälfte der Auflage geht es genau um diese Vertriebserlöse.
puh, in den USA war das schon viel früher so und dort sind auch die Titel weggebrochen. Da gibt es einen Großteil der Titel nicht mehr. Und nur abschließend vielleicht noch, weil wir über das Digitale sprechen. Man letztes Jahr bei der New York Times, die digital sehr erfolgreich ist, mit dem Fürzel Zeitungsverband, eines der wenigen Medien, die wirklich, wirklich Geld verdienen von Menschen, die es digital abonnieren. Die waren First Mover in diese digitale Welt. Second Mover, etwas verkürzt, war die Seattle Times. Die sind in einer existenziellen Krise und während die New York Times 1,5 Millionen oder mehr Digitalabonnenten hat, die wirklich zahlen, hat die Seattle Times keine 100.000. So, Second Mover nicht gelungen. Mhm. Es ist wahnsinnig schwierig. Es wird den starken Medienmarken gelingen. Aber das heißt, dass du quasi sagst, wir geben der Qualität einen Preis und für die Information wird bezahlt. Das ist ja eine Entwicklung. Vielleicht darf ich nur sagen, es gibt die Alternativen sind im Endeffekt, weil wir darüber noch nicht sprachen, man findet einen Mäzen. Ja, der Mäzen, der in Österreich unterwegs ist und ein süßes Kaltgetränk produziert, ist jetzt nicht unbedingt ein Mäzen, wo ich sagen will, der ist die Zukunft. Kann sein, dass er ein guter Verleger sein will, aber ich würde nicht den globalen und österreichischen Journalismus jetzt auf Herrn Mateschitz gründen wollen. Dass das bei der Washington Post mit Jeff Bezos, glaube ich, gut funktioniert, das ist ein Glücksfall, aber Mäzenatentum wird den Journalismus nicht retten. Das ist genauso gefährlich wie die Politik. Da gibt es immer eine Second Agenda, warum jemand spendet, kauft. Aber das heißt schon auch... Wenn man die blinden Flecken bei Servus TV anschauen, dann weiß man. Ne? Oder auch die politische sozusagen Linie, da antizipiert man, wo der Herr Mateschitz politisch steht. Ne? Aber die blinden Flecken hat der ORF auch, um das zu vervollständigen. Also blinde Flecken würde ich mal sagen, wahrscheinlich alle Medien. Addendum ist eine Bereicherung für die Medienlandschaft, das muss man grundsätzlich. Aber, ich habe noch eine kurze Frage. Es gibt natürlich sozusagen auch mögliche Antworten drauf und da müssen wir auch daran arbeiten. Also nur, wir reden jetzt über die Finanzierung. Ja. Die andere ist die Frage, je sozusagen prekärer und gefährdeter die Finanzierung wird, weil man sich beispielsweise auf Mäzenaten einlässt. Man hat manchmal nicht die Wahlmöglichkeit, aber dann empfehle ich dem Journalismus ganz heftig ein ordentlicheres Redaktionsstatut als Bedingung dafür. Damit Papier ist geduldig, außer beim Profil, wo das Redaktionsstatut Zähne und Klauen verteidigt wurde. Zum Beispiel mit dem längsten Streik, so stark ist, von den Personen gelebt wird, die dort arbeiten. Ja, ja. Aber ich würde noch gerne einen anderen Punkt beleuchten. Also das heißt, Qualitätsinformation verschwindet eigentlich hinter Paywalls. Und ich habe gerade, das ist eine Frage, die ich dir auch gerne stellen möchte, weil du ja eine bist, die Gesamtgesellschaft so im Blick hat. Ich meine, was macht das denn eigentlich mit einer Gesellschaft oder auch mit einer Polarisierung in der Gesellschaft, wenn du für qualitätsvolle Information zahlen musst? Ja, das hat ja auch eine Auswirkung. Natürlich, weil der Zugang dann für die, die weniger Geld haben, ist dann nicht möglich. Und die greifen dann eben zu den Gratiszeitungen, was ja verständlich ist. Ne? Wenn ich jetzt von der Mindestsicherung lebe oder wenn ich ein niedriges Einkommen, 1.000 Euro im Monat, ja, dann werde ich mir leider kein Profilabonnement leisten können und auch nicht leisten wollen. Also das heißt, das ist auch eine soziale Frage, was hier möglich ist, was zur Verfügung steht. Und ich glaube, es muss ja, also richtig verstanden, ein öffentliches Interesse da sein, um die Medien zu fördern, um eine Medienvielfalt zu haben. Und daher müsste es eben auch eine Presseförderung geben, die es möglich macht, dass das Profil oder welches Medium immer den Abonnementpreis nicht verdoppeln muss, weil eben öffentliche Gelder auch hineinfließen, die ja einen guten Zweck haben, ja, weil sie eben für diese Meinungsfreiheit sorgen, für diese Kontrolle sorgen. Sie haben es ja früher schon angesprochen, Kritik und Kontrolle, das ist ja die ganz wesentliche Aufgabe der Medien und das ist eine öffentliche Aufgabe. Die tun das ja nicht für sich, die tun das für die Gemeinschaft und da muss die öffentliche Hand finanzieren. Und dann gibt es auch den Zugang. Aber sonst ist es natürlich ein Problem. Weil ich verstehe das, wenn das jemand nicht kauft. Ne? Wenn ich rechnen muss, kann ich mir jetzt die Milch leisten und das Brot leisten. Wie zahle ich die Mieten oder wäre ich nicht so ein... So teuer ist es auch, wenn er nicht das kauft. Naja. Profil kostet im höchsten Abopreis
den man eh nicht zahlen muss. Wir haben jetzt eine Werbeeinschaltung, das Profil. 14 Euro pro Monat. Ich will jetzt wirklich nicht zahlen. Ich will wirklich nicht zahlen. Okay, ja. Aber ich verdiene auch gut. Gut, ja. Ich beschwere mich nicht. Und 14 Euro dafür wöchentlich Profil, falsch, den Gesamtzugang zur Profilwelt, alles online, weil du gesagt hast, irgendwie, es wird eine Paywall zu geben, glaube ich, ohne arrogant wirken zu wollen, ging es sogar noch mit Mindestsicherung. Ich will nicht arrogant wirken. Beim ORF wird man dann, kriegt man es gratis. Aber das geht noch. Da sehe ich die große Gefahr nicht. Und das ist nicht nur einmal in der Woche, sondern das ist das Package. Kombiniert mit noch einmal ungefähr diesen Betrag. Und wenn wir es schaffen, einen ganz optimal organisierten öffentlichen Rundfunk haben, dann haben wir sozusagen nicht nur eine Grundversorgung, sondern auch... Ja. Schon mehr. Ein Profil oder irgendeinem in dieser Preisklasse sozusagen, dann auch noch ein Medium, das dann auch noch die Schwächen, die ein öffentlich-rechtliches Medium haben kann, ein Stück wettmacht. Ne? Und weil das der öffentlich-rechtliche Rundfunk möglicherweise für viele, die jetzt so schlecht verdienen, dann auch null kostet, was die Gebührenbefreiung oder wenn es dann mal Haushaltsabgabe, was ich für sinnvoller halte, weil effizienter, sparsamer und nicht die Privatsphäre. Ehrlicher auch, ich bin bei dir. Du bist für Haushaltsabgabe, wusste ich nicht. Ja. Aber nicht aus dem Budget. Nein, aber es macht auch keine Haushaltsabgabe. Es ist allen die Mediennutzer, aber es wird es trotzdem eine Steuer im Endeffekt. Aber es wird klarer, wie viele Geräte man hat. Kann das jemand für die Zuseherinnen und Zuseher kurz erklären, was ihr darunter verstanden wird? Bitte. Die Finanzierung über die Haushaltsabgabe heißt, es fällt der ganze Kontrollapparat weg, den die GIS hat, um zu prüfen, ob jemand jetzt nur auf einem Computer schaut oder überhaupt ein Fernsehgerät, ein Radiogerät hat. Das ist auch meines Erachtens aus der Zeit gefallenes Modell, weil wir sind sensibler geworden, was die Privatsphäre anbelangt. Ich will da niemanden... Ich könnte hier am Handy sofort 35 Kanäle und den ORF gratis schauen und bin im legalen Bereich. Genau. Absurd. Das ist das Absurde. Es gibt leider dieses etwas unvorteilhafte Urteil, dass man sozusagen, wenn man jetzt nicht mit einem Rundfunkempfangsgerät fernsieht oder Radio hört, dass man dann keine Rundfunkgebühr zahlen muss. Absolut. Das ließe sich gesetzlich ganz einfach sanieren. Und Haushalt ist definiert durch die Statistik Austria. Und man bekommt eine entsprechende Vorschreibung. Wenn man eine Befreiung will, geht man so wie jetzt zum Bezirksamt und legt seinen Einkommensnachweis vor und wird entsprechend entschädigt. Für die Krise muss man sich allerdings auch was überlegen. Weil natürlich trifft in der österreichischen Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen das den ORF durchaus doppelt. Und die Regierung hat sich da gar nichts überlegt, nebenbei bemerkt. Ne? Weil die Werbeeinnahmen gehen selbstverständlich zurück. Die kriegt nicht einmal die Werbung mit dem Babyelefanten und sonst irgendetwas, weil das ist alles kostenlos. Sämtliche Schaltungen im ORF sind kostenlos. Die Privaten kriegen dafür ein Entgelt, das ist im Rundfunkgesetz so vorgesehen. Und das Zweite ist, die jetzigen Rundfunkgebühren sinken natürlich in Phasen, in denen es einfach deutlich mehr arbeitslose Menschen gibt, weil das Haushaltseinkommen entsprechend runtergeht. Das heißt, man müsste für diesen Fall entweder das hat es kurz einmal gegeben, eine Refundierung aus dem Staatsbudget, aber eine verpflichtende, die einfach gesetzlich festgeschrieben ist, dann braucht der Herr Generaldirektor nicht zu irgendeinem Minister pilgern und sagen, ich kriege da jetzt ein Ding, sondern die steht ihm zu und wird ihm überwiesen. Ne? Das heißt, würde die krisensichere Finanzierung. Also das ist schon etwas. Darf ich was Kritisches einwerfen, weil ich bekannt dafür immer war, ein ORF-Stürmer zu sein. Es gibt schon eine Dreiklassengesellschaft, wie man sie jetzt gerade spürt bei Journalistinnen und Journalisten. Gratiszeitungen, der Privatwirtschaft der Krise, der drohenden Insolvenz, wir nicht, ausgesetzt sind, dem Jobverlust. Und dann gibt es den ORF oder die Öffentlich-Rechtlichen. Die Öffentlich-Rechtlichen werden immer existieren. Es gibt de facto eine Ausfallshaftung des Staates, weil der Staat dafür sorgen wird, dass der ORF nicht pleite geht und kaum Jobs verloren gehen werden. Es ist eine Dreiklassengesellschaft.
Einwand. Erstens, es gibt genügend Länder, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk inzwischen tot ist, weil er verkauft worden ist zum Teil oder weil er solche Rahmenbedingungen gekriegt hat. Also der ORF ist im europäischen Vergleich super aufgestellt. Weil das Privatfernsehen sehr, sehr spät kam. Es spät kam, das aber... Privatradio. Ja, ich meine, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Ich mache dir ein Gegenangebot. Ich will ja, das ist das Profil und den Falter und die guten Tageszeitungen weiterhin gibt, und zwar, dass sie besser leben, als sie jetzt leben. Ich will, dass ihr wieder ordentliche Redaktionen habt. Ich will auch Teil des öffentlich-rechtlichen Geldes haben. Auch das, wir uns darauf einigen. Nur, man muss sich dann bei der Finanzierung überlegen, dass ihr nicht in die gleiche Misere kommt wieder. Also, wie nehmen wir es ein und wie verteilen wir es? Durch eine möglichst unabhängige Com-Austria zum Beispiel, ja, denkbar. Und wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens, und vielleicht ist das etwas, was wir jetzt in Anschluss an diese Krise eher zusammenkriegen, wenn wir den Leuten sagen, jetzt stellt euch vor, die nächste Krise, gibt es kein Profil mehr, gibt es das nicht mehr, gibt es jenes nicht mehr und gibt es ein Not-ORF. Weil auch das kann passieren. Ne? Also das letzte untergehen, aber ja. Also ich mache mir jetzt um unser Staatsfernsehen, so muss ich es im Moment nennen, weniger Sorgen nach vorne hin als um die unabhängigen Qualitätsmedien. Ich mache mir um das Staatsfernsehen viel Sorgen, wenn es ein Staatsfernsehen wird. Ja, dem öffentlich-rechtlichen Auftrag kommt der ORF auch nicht immer nach, muss ich hier anmerken. Ich habe jetzt eine Frage hier an die Regie, ob es eine Frage aus dem Publikum gibt, weil sonst würde ich in die Finalrunde jetzt kommen. Keine Frage? Eine Frage. Wir haben gut gearbeitet fürs Publikum. Genau, ja. Wir haben eine Frage aus dem Publikum. Das machen wir heute so zum ersten Mal. Danke sehr. Der Nummernbub, oder? Das heißt, ich darf datenschutzrechtlich den Namen des Herrn, des Fragenstellers sagen, Regie? Gut, ja, okay. Genannt hat. So, der Stefan Burgstaller fragt, Österreich rutscht im Pressefreiheitsranking der Reporter ohne Grenzen weiter ab. Ist diese Einschätzung von Reporter ohne Grenzen gerechtfertigt? Zweifelsfall auf jeden Fall. Reporter ohne Grenzen hat immer recht, würde ich sagen. Na, nona, sage ich, dass es gerechtfertigt ist. Das ist natürlich noch das Nachbeben der schwarz-blauen Regierung, wo sehr massiv auf verschiedensten Wegen versucht wurde, die Meinungsfreiheit hier im Lande einzuschränken. Also ja, selbstverständlich gab es die Gefährdung vor Corona. Durch Türkis-Grün ist diese Gefährdung, die da vermutlich der Hintergrund des Abrutschens ist, ich kenne die Statistik, eine etwas geringere Gefährdung geworden. Jetzt ist es eine andere Gefährdung. Aber es wird die Gefährdung immer geben. Mein Leben lang habe ich gekämpft für Pressefreiheit. Oft mit dem Rücken an der Wand, aber es geht mir gut. Aber der Ausschluss der Auslandskorrespondenten jetzt bei den Pressekonferenzen der Regierung. Ja, das war vor. Das System Message-Kontrolle ist auch nicht zu Ende. Ja, am Anfang wollte man, also was heißt am Anfang, mittendrin war das Profil plötzlich nicht zugelassen zu den täglichen Pressekonferenzen. Und wie der Regierungskommissär für Kommunikation dann festgestellt hat, war es nur ein Irrtum, dass nur die Tageszeitung jemanden so schicken konnten. Es war nur der Konsens der Tageszeitung-Chefredakteure, dass jeder Akkreditierte einschicken kann. Okay, wir durften dann auch, aber ich gebe euch recht. Also das heißt schon so quasi, die Konklusion ist schon, also die Schwarz, die Regierung jetzt und auch Corona hat was mit der Freiheit der Presse und der Medien gemacht. Da gibt es schon ein gewisses Gefährdungspotenzial. Ich beende aber die Diskussionen immer gerne eigentlich auch mit dem Blick der Chancen hin und was man tun kann und nicht damit mit den Herausforderungen. Natürlich, über die haben wir jetzt diskutiert, aber wenn wir jetzt nach vorne blicken. Ich mache jetzt einfach da auch die Runde. Wenn wir jetzt nach vorne blicken, was können wir denn tun oder was muss getan werden oder was sind die Rezepte und die Möglichkeiten, damit wir eine blühende Pressevielfalt hier in Österreich haben. Wo kann man ansetzen? Kann ich es inhaltlich ansetzen? Wir haben viel über Geld und um Politik gesprochen.
Es gab in den letzten Jahren zwei Lernphasen für den Journalismus in Österreich oder weltweit. Das eine war die Flüchtlingskrise, besonders stark in Österreich und in Deutschland, wo wir Journalisten am Anfang nicht verstehen wollten, dass wir, weil wir Recht haben, trotzdem nicht Recht hatten. Das klingt jetzt komisch. Wir haben gesagt, die Leute, die jetzt Angst haben vor den Flüchtlingen, die durch Österreich ziehen oder hier bleiben, die haben einfach nicht Recht. Und wir erklären das den Menschen jetzt, warum es großartig ist, dass so viele Flüchtlinge hierher kommen. Das würde keine Arbeitslosigkeit erzeugen, die Kriminalität würde nicht steigen etc. Das heißt, wir waren lange blauäugig, weil wir weder links noch rechts, aber weil wir human gedacht haben, ich nenne es mal so, und nicht genau genug hingehört haben, was die Menschen wirklich denken, auch die Gutmeinenden. Da haben wir viel gelernt und haben viel schneller als zum Beispiel die Sozialdemokratie, die Kurve gekratzt ist fast falsch, sondern sind nachdenklich geworden, selbstkritisch gewesen und so weiter. Und ich glaube, um jetzt nochmal eine Lanze zu brechen für den Journalismus in den vergangenen 3 Monaten, dass aus dieser Nachdenklichkeit, die entstanden ist, unsere eigene Diskursfähigkeit und der Diskurswillen, den wir hatten in dieser Phase, und das oft über Zoom oder Skype oder sonst was, schon gestärkt war und wir kritischer und nachdenklicher umgegangen sind mit all dem. Das heißt, wir haben viel dazugelernt, auch die jungen Journalistinnen und Journalisten, die dazukamen, was guter Journalismus ist, sein kann, wie weit Kritik notwendig ist, wie weit aber auch mal eine Regierung Recht haben kann, was Menschen wirklich wollen. Und insofern sehe ich jetzt rein inhaltlich gesehen die Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel in Österreich eigentlich auf einem guten Weg. Und damit wäre die Basis dafür das, wovon wir vorher sprachen, nämlich dass Journalismus als solcher niveauvoller, / Qualitätsjournalismus eine Ware ist, die man kaufen will, aber auch ein Luxusgut, das man besitzen will, weil man will Teil der Community, eines Profils, eines Standards, einer Presse sein. Also du sagst, durch diese Krise wird auch der Wert von Qualitätsjournalismus wieder ganz anders erkannt? Ich glaube ja, ich hoffe, dass man diesen neu erkannten Wert auch monetarisieren kann. Irmgard, so wichtig ist für mich, dass man junge, talentierte, kritische Leute dafür interessiert, dass sie Journalistinnen und Journalisten werden. Weil wovon lebt der gute Journalismus? Der lebt von guten Leuten, die das machen. Also da muss die Ausbildung passen, die Ausbildung in den Redaktionen, aber auch, es muss auch die wirtschaftliche Grundlage für diese Menschen passen. Weil wenn das eine prekäre Beschäftigung ist, dass die nicht wissen, wie viel kriege ich morgen noch und kann ich überleben, dann wird es sehr schwierig, nicht? Also ich glaube, wir müssen schauen, dass gute Leute sich dafür entscheiden, im Journalismus zu arbeiten. Das hängt an den Menschen, die auch eine innere Unabhängigkeit haben, die eine gewisse Stärke haben. So wie bei guten Politikerinnen und Politikern, ganz ähnlich. Nicht Beruf, auch Berufung. Genau. Es hängt immer am Menschen. Auch bei Wissenschaftlern. Überall, ja. Klar. Und das kann man natürlich auch steuern, indem man es vorlebt. Und dadurch auch interessant macht, dass sich eben Leute dafür interessieren. Ich glaube, da ist eine Chance und ich bin eigentlich auch optimistisch. Wissenschaftler noch, genau, Herr Hauser. Ja, welche Lernpunkte oder Chancen nehmen wir nach vorne mit oder können wir mitnehmen? Bei dem Letzten, was Sie gesagt haben, Frau Kreis, anschließend, glaube ich, wir alle, die in diesem Bereich irgendetwas mit bewegen können, weil man soll sich nicht immer nur in die sozusagen einer Regierung ausliefern. Ich glaube, manches können auch andere Ebenen in der Gesellschaft selber leisten. Wir sollten einiges tun, um die Rahmenbedingungen zur Förderung journalistischer Leistungen zu verbessern. Das ist eine Aufgabe sowohl der Regierung im Zuge der Medienförderung, das ist eine Aufgabe in der Bildungspolitik, das ist eine Aufgabe an die Medien selber, dass man sagt, wir müssen uns wieder auch Zeit nehmen, darüber zu reflektieren, auch wenn wir eigentlich die Zeit nicht haben, aber darüber zu reflektieren und gerade so eine massive Krise, wenn man sagt, bevor wir jetzt irgendwie dann eigentlich irgendwie alle den Bach runtergehen, schauen wir, ob es nicht ein Schwimmen gibt gegen den Strom, wo wir aus dem wieder rauskommen. Und diese Reflexion würde ich sehr empfehlen. Nicht alles muss man
vor Publikum machen, aber ich würde vieles vor Publikum in den eigenen Medien auch tun, weil das die Kompetenz dort auch erhöht, dass sie wissen, warum sie, also es geht ja auch darum, dass man auch manches Publikum nicht verliert, weil der Abo-Preis der wird weiter steigen. Das müssen. Ja, da kommen wir kaum umhin. Und wenn jemand versteht, warum das so viel kostet, dann bleibt auch jemand dabei. Wir müssen aber auch der Regierung manche Dinge abverlangen, nach Ibiza nichts zu tun, um eine drohende Urbanisierung in dem Land hintanzuhalten, halte ich für ein schlimmes politisches Versagen. Wir hätten eine Übergangsregierung gehabt, die hätte nichts zu verlieren gehabt, aber die hat sich über dieses Thema nicht getraut. Weil selbstverständlich stellt sich die Frage, ist ein Mann wie der Benko der Beginn der österreichischen Urbanisierung? Ja? Ihr seid ja sicher im Kurier, weil 51 hat Raiffeisen, aber wenn es ein, sage ich mir, wie heißen diese Angebote, ein unwiderstehliches Angebot gibt für 2%. Angebot, das nicht ablehnen kann. Eins, das man nicht ablehnen kann, wer weiß, was dann passiert. Und und ganz sicher braucht es, wie immer man dorthin kommt, ein Zurückfahren dieses ganzen Inszenierungszirkus dieser Regierung, damit wir wieder demokratische Entscheidungen nach faireren Rahmenbedingungen für die daran wesentlich Beteiligten. Und das würde den Medien ein Stück gut tun. Ich bin mir nicht sicher, sozusagen, man kann natürlich auch jetzt hergehen und sagen, jetzt konzentrieren wir uns das nächste halbe Jahr und machen permanent einen Inszenierungscheck und zerlegen die Regierung, wie sie das hinter dem, was sie da uns präsentieren, zumeist Luft und falsche Zahlen sind. Ja? Kann man tun, aber damit ist die Gefahr groß, dass wir möglicherweise das Kind mit dem Bad ausschütten und Demokratiemüdigkeit sozusagen befördern. Das will keiner bei euch und vielleicht gibt es manche Medien, die nur ihr eigenes im Sinn haben. Und schließlich als letzter Punkt, wir haben ihn ganz kurz angesprochen, aber ich glaube, ich halte es für legitim, dass die öffentliche Hand inseriert. Ich halte es nicht legitim, dass sie es ohne klare Transparenzregeln tut, weil das Medientransparenzgesetz ist ein Hohn. Ja? Ich halte es nicht für legitim, dass diese ganzen Inserate, die geschaltet worden sind, ich halte die für legitim, ich halte die Verteilung für möglicherweise problematisch. Ich halte sie erst dann nicht für problematisch, wenn wir wenigstens im Nachhinein eine Aufklärung darüber kriegen, warum sie wann wo geschaltet worden sind. Weil wenn ich mir die Gallup-Studie anschaue, die schon im März da war, dann hätten wir eigentlich den ganzen Boulevardjournalismus nicht so mit Inseraten zudöggeln müssen, weil das weiß man in der Branche schon, dass ein Medium, das viel Vertrauen beim Publikum genießt, dass dort auch die Inserate eher sozusagen die Inhalte der Inserate angenommen werden. Aber wenn die Leute sich sozusagen hauptsächlich in den Qualitätsmedien orientieren und im Öffentlich-Rechtlichen war es kostenlos für die Regierung, also das sind viel Geld rausgepulvert worden. Am Ende des Tages heißt es, wir brauchen eine anständige Politik. Wir brauchen eine starke Oppositionsrolle. Wir brauchen starke Medien, das ist klar. Und wo uns die Krise offensichtlich schon auch hilft, ist, dass wir aufwachen, habe ich das Gefühl, und dass viele Dinge bewusst werden und man auch spürt, was Dinge, die wir einem vorher gar nicht bewusst waren, für einen Wert haben. In diesem Sinne komme ich zum Abschluss und möchte mich sehr herzlich bedanken für die sehr lebendige, spannende, vielfältige Diskussion. Christian Reinhardt, vielen Dank. Ich bedanke mich, danke. Vielen Dank. Und liebe Irmgard Christ, ihr Schirmherrin, auch vielen Dank. Bei uns geht es dann ja weiter im Herbst mit der nächsten Veranstaltung. All unsere Veranstaltungen, die kann man auch nachsehen on demand auf unserer Homepage, auf lab.com.
www.neos.eu. Das ist nicht die letzte Veranstaltung hier vor der Sommerpause gewesen. Wir haben am 1. Juli hier noch eine Veranstaltung, die auch gestreamt wird mit dem Sepp Schellhorn. Da geht es um das Thema Kunst und Kultur in Zeiten von Corona und auch den Wert von Kunst und Kultur in Zeiten von Corona und nachher. Und am 7. Juli haben wir dann wirklich die letzte Veranstaltung vor der Sommerpause. Medizin und Ethik ist hier das Thema, auch in Zeiten von Corona ein sehr, sehr spannendes. Ich bedanke mich und wünsche allen Zuseherinnen und Zusehern und auch uns einen wunderschönen Abend. Danke. Dankeschön.